Liebe Kinder der Nacht, seid uns ganz recht herzlich gegrüßt. Der Typ hat uns letztes Mal ziemlich angesaugt und gesagt, der will uns was auf die Fresse hauen und überhaupt vielleicht auch Schlimmeres, ne? Ich glaube, das war der mit dem Messer, ne? Der uns in der Kneipe, ich will es gar nicht wissen. Wir gehen jetzt mal hier zurück, liebe Leute, das ist, und ich heiße euch willkommen hier bei der nächsten Folge und wir gehen jetzt mal hier rum, vielleicht kommen wir irgendwie auf den, oh, was für ein schöner Baum, ne, liebe Leute, ich bin schier begeistert. Ah, das wird wohl halten, das sieht alles sehr sicher aus. Okay, der Typ im Gasthaus hat uns gesagt, wir sollen mal ein bisschen hier mit der Schleuder und so, ne, vielleicht machen wir mal. Das glaube ich, das ist das Sinnvollste, was ich im Moment so auf Lager habe. Okay, keinem Vogel ist das passiert. Damit verbürge ich mich mit meinem guten Namen. Okay, da komme ich wieder runter. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt hier immer hier oben sein. Aber das war doch wohl inzwischen. Wir gehen mal rum. Ich glaube, der Typ fühlt sich jetzt ein bisschen abgelenkt. Vielleicht können wir da jetzt mal gucken, ob wir irgendwo ist jetzt ein bisschen hier. Ein bisschen Luft, ein bisschen Platz. Wir können das irgendwann machen hier. Ne? Gucken wir mal. Oh. Was steht da? Kap? Ah, ist das ein Prügel? Oh. Ja, pass mal auf, du hast uns ziemlich dumm angesaugt, Kollege, und... Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel. Kollege, du guckst irgendwie ein bisschen sinnlos aus, Wasser kann das sein. Pass mal auf, wir unterhalten uns jetzt mal eine Runde. Warum hast du den Knüppel weggeworfen? Oh, ich glaube, das ist unser Spiegelbild. Wir haben zumindest noch eins, das ist gut. Warum hast du den Knüppel weggeworfen? Alter, einen Knüppel kann man in dieser Scheiße hier immer gebrauchen. Ich würde doch bei so einem Ambiente den Knüppel nicht wegwerfen. Also Freunde, sind wir mal ehrlich. Das ist... Da irgendwas drin, da ist nichts drin. Das wirft er den Knüppel weg, arroganter Pisser, der Journalist. Oh, ein Messer. Das ist ja noch viel besser als ein Knüppel. Geil, habe ich nichts gesagt, Kollege. Irgendwas machen? Aha. Okay. Ach, das knackt immer, auch wenn ich mich nicht bewege. Okay, wir gehen mal hier gucken, aber haben wir da irgendwas? Ja, ich glaube, der ist jetzt ein Wassergeist geworden. Das kann man glaube ich so sagen. Ne? Ich sehe den Sternenhimmel. Gut, ihr wisst ja, ihr kennt mein Motto, ne? Wenn man singt, dann hat man keine Angst. Ne? Und kommt man jetzt in den Bums irgendwie rein? Pass mal auf, das ist nur ein weiter hier. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr! Okay. Komm, das rein, komm, rein, komm, rein. Abgeschlossen. Egal, was wir anklicken, es ist abgeschlossen. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall irgendwas, was wir brauchen können. Warte mal, ich muss noch mal gucken, ist der da? Ach, ich wusste nur, da ist irgendwas noch gewesen. Was ist das? Panpipe, okay. We got a panpipe. Jetzt können wir schöne Musik machen. Dann muss ich nicht immer alleine singen, dann können wir jetzt auch Musik machen. Gut, das ist. We got a panpipe. We got a panpipe. Wir machen schöne südamerikanische Musik. I've got a ticket. Nein, Freunde, ist das alles im Bereich. Ich bin. Das ist das ganz normale Let's Player-Syndrom. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, wir gehen mal zurück. Ne? Lacus ist, glaube ich, der Fluss. Ne? Und hier geht es zurück zum Gasthaus. Oh, wir gehen mal zurück zum Gasthaus und wir zeigen dem Ziegenpeter mal unsere schöne neue Panflöte, die wir gefunden haben. Und mal gucken, was er dazu sagt.
Hey, Ziegenpeter, Baby! Haben wir den Drachen, haben wir glaube ich, schon gezeigt. Den haben wir ihm schon gezeigt. Aber die Panflöte. Ich sehe, das ist die Flöte der Räuber, die eben dort saßen. Wissen Sie, wozu Ihnen dieses Instrument dient? Du musst noch viel über die Diener des Bösen lernen. Dieses Instrument dient Ihnen nur zur Verständigung. Sie rufen einander, indem sie eine Melodie spielen. Ah, es ist also Ihr Erkennungszeichen. Und kennen Sie diese Melodie, die Sie spielen? Ich habe sie beobachtet. Sie haben mich nicht beachtet, weil Sie dachten, ich sei betrunken. Doch ich falle nicht von 10 Gläsern unter den Tisch. Ich habe mir die Erkennungsmelodie eingeprägt, ja. Yeah. Okay. Hier ist sie. Müssen wir uns merken? Haben wir den Ring echt schon gequatscht? Mein Gott, du hättest diesen Gegenstand nicht anrühren sollen. Tut mir leid, ich wollte es mal kurz wissen. Die Steinstadt hat uns ja was von Vogeljagd erzählt und wir gehen jetzt mal zu unserer Herzallerliebsten. Und fragen Sie noch mal, ob Sie mit der schönen Verbindung ein Ständchen... Wir bringen der süßen Mann ein Ständchen. Sie ist ja so wunderschön und überhaupt, das ist... Baby, pass mal auf! Ja. Wissen Sie, dass dies das Instrument der Männer ist, die Sie beim Hinausgehen anrempelten? Nehmen Sie sich in Acht, denn wenn die bei Ihnen diese Flöte finden, bekommen Sie ernste Schwierigkeiten. Ja. Wozu Sie dieses Instrument wohl benutzen? Ich habe Sie eines Tages vom Speicher aus in der Nähe der Brücke gesehen. Einer spielte eine Melodie und sofort kam ein anderer. Ich weiß nicht, ob Sie mich gesehen haben, aber Sie sind dann sofort weggegangen. Na gut, dann... ich habe da so eine Idee, Freunde. Es ist eine sehr finstere, düstere Idee, aber das ist ein düsteres, finsteres Spiel und ne... Okay, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal hier auf unsere wunderbare Truhe und gehen da mal hoch. Hoch! Wir haben jetzt hier das Fernglas, ne, Leute, das ist... Ja, gucken wir mal durch. Da ist der Onkel, ne, der wollte uns ja nicht vorbeilassen. Wenn er so ein bisschen Monkey Island, ne, eins, ne. You must pay a toll. Was er bei mir gesehen hat, müssen wir jetzt die... Wie können wir den anklicken? Es scheint direkt hier drunter zu stehen. Böser Mann, wir haben... Wie praktisch, wir haben ein Messer gefunden. Das ist... Ist die Flöte jetzt weg? Ja, die Flöte ist weg. Also wenn wir das Messer... Wenn die Flöte weg ist, ich hätte ihm sonst noch ein Ständchen gebracht. Da kenne ich keine Verwandten. Na, machen wir es mal so. Steht bald wieder auf, also der, ich glaube, dem geht's gut. Ich glaube, wir gehen jetzt mal. Haben Sie das gesehen? Das Schild ist runtergefallen, hat Jorge erschlagen. Viorel wird sich aufregen. Ich muss schnell runter und die Türen schließen. Gott schütze uns. Jorge. Er hieß also Jorge. Also Jorge hat irgendwie... Er ist tot. Also steht nicht mehr auf. Dann war ich zu euphemistisch. Das ist zu enthusiastisch, meine ich. Das ist, wir kommen jetzt hier raus. Schön. Von hier kommt nochmal eine ganz andere aus. Was ist denn das? Steht da einer? Freunde, gib doch zu, da steht doch einer, oder? Hier ist ein Baum, aber da steht doch einer. Jorge mal angucken.
Ja, der böse, böse Jorge, der wollte uns ja ganz, ganz finster mitspielen, ne? Ja, jetzt hast du eine super geile Krone, ne? Kommst direkt als Werbeikone für Burger King in Frage. Oh, was sehen meine Augen da? Schalüssel! Ah, oh, Penner, als man nicht so eine große Fresse riskiert, dann ist jetzt auch noch wahrscheinlich. Jetzt können wir über die Brücke von, der Typ ist weg. Der Brunnen später, wir gehen jetzt mal über die Brücke von. Das ist. Wie definiert man sicher? Auf jeden Fall anders. Wir haben trotzdem einen Pfeil, wir probieren das mal. Pünktchen, 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 Fragezeichen. Okay, das heißt, ich glaube, da kommen wir nicht rüber. Es steckt fest. Es? Was ist es? Da ist auf jeden Fall eine schöne Tonne, da hat sich ja die Finger dran gewärmt, der Jorge, ne? Und Jorge. So, aber das ist die Frage, wie kommen wir jetzt wieder ins Gasthaus rein? Denn die Lady hätte gesagt, die hätte abgeschlossen. Aber ich will das mal ganz kurz, da vorne hat doch einer gestanden, Freunde. Ihr gebt dazu, dass da einer gestanden hat. Den will ich mir jetzt mal ganz kurz schnappen, kaufen, wie auch immer. Erstmal gucken wir mal ganz kurz, hier kommen wir. Oh. Rein! Okay, also hier kommen wir nicht mal rein, aber hier hat doch einer gestanden, Freunde, oder? Ey, hier hat doch irgendwo einer rumgestanden. Da steht da einer? Ey, ihr habt den auch gesehen, oder bin ich jetzt schon so verblödet, dass ich irgendwie. Gehen wir mal hier. Ich hab's doch gewusst. Ich komme nicht durch, pass mal auf, Alter. Du bist schlank, du kommst da auf jeden Fall, das passt. Gut, bei der Brücke kann man nichts machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir wieder reinkommen. Wie? Ich muss hier rauskommen. Nee, du musst nicht rauskommen, Jonathan, du musst reinkommen. Haben wir denn hier vielleicht irgendwas übersehen? Pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hier gucken. Haben wir bei Jorge irgendwas übersehen? Jorge, Baby! Wo ist Jorge? Freunde, wo ist Jorge? Ich meine, ich weiß, es sind Vampire hier unter uns, aber. Oh, kann ich die nehmen? Wo ist Jorge? Jorge ist weg, Freunde! Jorge. Okay, aber wir müssen ja. Was haben wir denn noch im Inventar? Schalüssel und den Drachenring. The Ring of Dragon. Aber ich meine, da kommen wir auch noch irgendwo rein. Da können wir noch einen anderen Weg gehen. Das machen wir auf jeden Fall da. Machen wir da. Ich glaube, hier kann man noch irgendwo anders hin, oder? Genau, wir gehen mal hier rum und gucken, ob wir da irgendwie weiter vorankommen. War hier die gekreuzigte Eule? Ich glaube, da war die gekreuzigte Eule. Aurel Corona. Das war der Friedhof. Ich glaube, da soll man. Das ist hier. Können wir mal hier gucken? Finsterer Geselle. Okay. So, pass mal auf. Dann mein Vorschlag zur Güte. Wir müssen irgendwie wieder versuchen, ins Gasthaus zu kommen. Wie? Da bin ich jetzt echt ein bisschen ratlos, da bin ich ehrlich. Da weiß ich jetzt nicht so genau, wie wir da jetzt.
irgendwie verdächtig. Okay, wir gehen mal zurück, euch. Aber wenn wir ganz höflich betteln und klopfen und lasst uns rein. Okay, da kommen wir nicht. So. Aber wir müssen doch irgendwie, wir sind doch hier runtergekommen, müssen doch wieder hochkommen. Vielleicht kommen wir jetzt zum Brunnen. Vielleicht passt einer der Schlüssel zum Brunnen. Das wäre natürlich eine Option. So, pass mal auf hier, dass einer der Schlüssel passen tut. Ne? Tun die Handwerker, deswegen tun nicht gebrauchen. So, pass mal auf hier, Tim, wir nehmen mal den kleinen. Und mit dieser gänzlich neuen Wendung der Geschichte sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und die Eiche. Bin mal gespannt, was uns da so alles drin erwartet, liebe Leute. In diesem Sinne, ab in die Runde, Freunde, haltet die Verrat. Ciao, sagt euer Thomas Harker.